Herzlich willkommen beim neuen Video von uns. Wir waren die letzten Tage mal wieder bei Meerwasser Böttcher und haben einen Blick auf das große 6000 Liter Becken geworfen, das sich tatsächlich in den 10 Monaten richtig, richtig gut entwickelt hat. Aber schaut selbst. Wie man schön sieht, ist auf der rechten Seite des Aquariums ein richtiger Weichkorallen- und Lederkorallenwald, natürlich auch mit ein paar Scheiben- und Krustenanemonen. Interessant ist für mich an diesem Becken die eigentlich ziemlich geringe Strömungsleistung, die aber durch die Ocean Motion tatsächlich ordentlich reicht. Also das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, was diese bewegte Strömung ausmacht. Im Vergleich zu dem Vorgänger-Aquarium, in dem natürlich deutlich größere Fische drin waren, wurde hier weitestgehend darauf verzichtet. Also bis auf ein paar Doktoren sind das alles kleinbleibende Fische und ich finde, das tut dem Aquariensystem richtig gut. Das kann man sich natürlich vorstellen, dass es SPS-Korallen in diesem Becken schwer hätten, aufgrund dessen, dass natürlich fast alles Weichlederkorallen und LPS sind. Aber nichtsdestotrotz, es ist zumindest ein klein wenig vorhanden und das mit Wachstum.